Hallo Leute und hey, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Eines vorab, dieses Video sollte eigentlich in den nächsten Abnehmvlog eingearbeitet werden, aber ich habe mich kurzfristig doch dazu umentschieden und möchte dieses Video autark auf dem Kanal hochladen, denn ich denke, ich werde ein bisschen mehr labern und das Video soll ja dann am Wochenende nicht allzu lang werden. So bekommt ihr einen kleinen Einblick jetzt schon in meine neue Woche, wie es denn so verlaufen ist. Ich habe eine Erfahrung gestern gemacht und die wollte ich einfach mit euch teilen. Und zwar ist es ja so, dass ich am Sonntag mit euch zusammen auf der Waage war beim letzten Abnehmen-Vlog und ja, da stand aktuell 157 Kilogramm drauf. Das heißt, ich hatte wieder ein bisschen abgenommen, was ja schon mal ganz schön ist. Jedoch habe ich dieses Ergebnis ein bisschen mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge entgegengenommen. Nicht, weil ich zu wenig abgenommen habe in dieser Woche, sondern ja, weil ich natürlich schon wo ganz anders stand. Und ja, dadurch, dass ich wieder ein bisschen... ja, schludrig wurde und es Ende letzten Jahres nicht mehr ganz so rund lief, habe ich ja wieder ganz schön was zugenommen. Und jetzt aktuell bin ich halt einfach nur am Aufholen, Aufholen, Aufholen. Ja, nichtsdestotrotz, das gehört wahrscheinlich zum Abnehmen dazu, dass man auch mal dann Phasen hat, wo es gar nicht gut läuft und eventuell sogar wieder ein bisschen zunimmt. So ist es jetzt dann halt eben bei mir gewesen. Hey, alles gut. Ja, im Moment bin ich ja richtig gut dabei und jetzt dieses Video soll euch einfach nur einmal kurz ja, erzählen, dass obwohl ich abnehme, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich euch nächstes Wochenende wieder ein sehr gutes, denke ich mal, Ergebnis vorzeigen werde, dass auch selbst in diesen Wochen halt nicht alles immer so rund läuft, ne? Und so einen Fall hatte ich gestern auch. Montag war jetzt vorgestern, also heute ist Mittwoch, am Montag bin ich von der Arbeit gekommen. War ziemlich müde. Ich muss montags immer sehr, sehr früh aufstehen, wenn ich Frühschicht habe. Um 3.50 Uhr klingelt schon mein Wecker. Und ja, meistens schlafe ich dann nicht so viel. Ich gehe mal nochmal hier und mal zurück. Ich schlafe dann nicht so viel und dementsprechend bin ich nach der Arbeit immer so müde, dass ich nur noch auf dem Sofa rumliege und praktisch im Halb- oder im Ganzschlaf bin. Ne? Ja, und dementsprechend ist Montag eh nichts mehr zu holen so für mich. Oder aus mir raus. Ja, so läuft meistens mein Montag ab, wenn ich Frühschicht dann vor allem habe. Aber es geht jetzt um den Dienstag, denn am Dienstag dachte ich mir so, wow, jetzt geht's ab, jetzt bist du ausgeschlafen, jetzt esst du das Richtige und jetzt wirst du rausgehen und dich richtig bewegen. Und ja, so war ich dann über den Tag verteilt immer recht motiviert, habe auf Arbeit mein Obst gegessen und ich war motiviert, ja, sage ich es mal einfach so. Es war noch kein Unheil in Sicht so. Und dann bin ich nach Hause gekommen und ja, irgendwie ist dann alles gestürzt. Auf einmal, also das war noch kurz vor der Mahlzeit, sage ich mal. Also ich hatte vor zu duschen und dann mir meine Mahlzeit zu machen, um dann rauszugehen. Ne? Ich habe mir schon den so einen Grill, ich habe so einen Kontaktgrill, den hatte ich schon angemacht und irgendwie war ich auf einmal nicht mehr so gut gelaunt, weil ich hatte Hunger, ne? Also wenn man Hunger hat, dann ist man eh meistens nicht so super toll gelaunt, aber irgendwie war ich so, so, wie soll ich sagen, nicht so wie auf Entzug, aber man merkte halt, hey, man will durchziehen, aber es fällt einfach nicht so schwer, nicht so einfach, nicht so schwer wäre schön, ne? Und ja, da lag so eine Zuckerwaffel auf dem Tisch, ne? So. Und ich gucke diese Zuckerwaffel an und denke mir so, boah, eine Zuckerwaffel wäre jetzt echt gar nicht so schlecht, so, ne? Und ich stand da so und ja, ich wollte diese Zuckerwaffel und die Zuckerwaffel, bin ich mir ganz sicher, wollte mich. Und ja, dann ist eins zum anderen gekommen und ich dachte so, hey, du gehst später noch raus, machst deinen Sport, hast Bewegung. Du darfst diese Zuckerwaffel jetzt essen. Du hast noch nicht so viel gegessen, wirst auch nicht so viel essen, dachte ich. Und dann kannst du diese Zuckerwaffel Waffel gerne essen. Ja, und das habe ich dann auch getan. Und ich dachte so danach, hey, es ist alles gut. Wie gesagt, du wirst noch Sport machen. Dann habe ich diese Zuckerwaffel gegessen, bin duschen gegangen und dachte mir so, ach, verdammt. Irgendwie scheiße, warum habe ich das jetzt gemacht? Ne? Und irgendwie, weil man dann in dem Moment so dumm ist, also so ging es mir dann, habe ich auf einmal keinen Bock mehr gehabt, gesund zu essen, weil ich den Tag auf einmal schon als
also Fail so gesehen habe, also als verloren. Obwohl ich nur diese Zuckerwaffe gegessen habe, was überhaupt nicht schlimm wäre, habe ich mich schon als Verlierer gefühlt für den Tag. Und dann hat mir mein Kopf das so gedreht, da dachte ich so, jetzt ist scheißegal, jetzt kann ich noch eine Zuckerwaffel essen. Ich habe noch eine zweite Zuckerwaffel, die dann die letzte Zuckerwaffel war, die habe ich halt auch noch gegessen so. Und ja, danach war ich eh komplett am Boden, also nicht am Boden, ich war nicht am Boden zerstört, ja, aber es war so für mich so, ja, jetzt hast du Scheiße gebaut, jetzt ist eh der Tag gelaufen, so, ne. Auf jeden Fall habe ich noch eine zweite Zuckerwaffel gegessen. Zuckerwaffeln, kennt ihr das? Die sind schon lecker, ja, das muss ich sagen, die sind schon lecker. Das sind so belgische Waffeln mit so einem Zucker, ungesund, esst sowas nicht, ja, probiert das nicht aus. Die, die das nicht kennen, ihr habt nichts verpasst. Nein, Spaß. Ja, auf jeden Fall, diese Zuckerwaffeln habe ich gegessen. Und am Abend, ja, da kam auch noch der normale Hunger natürlich, weil von zwei Zuckerwaffeln wirst du eigentlich auch nicht satt. Und ja, dann ja, bin ich zum Burger King gefahren. So, weil ich dachte so, komm, scheiß drauf, jetzt ist der Tag gelaufen. Jetzt kannst du auch Burger King essen und ab morgen fängst du an. So voll das dumme Denken. Ich war einfach so voll dumm. Ne? Und ich, also jetzt einen Tag später, ist es schwer zu erklären, warum man so bescheuert gedacht hat. Normalerweise diese eine Zuckerwaffe, Mann, gib ihn dir. Also scheißegal, kannst du reinballern. Hey, wenn du eh laufen gehst und, oder gehen, ich bewege mich momentan jetzt erstmal nur. Dazu werde ich aber dann im nächsten Vlog was sagen. Dann wäre das alles nicht so schlimm. Diese eine Zuckerwaffe wäre egal. Naja. Dann war es so gekommen, ich war beim Burger King, habe dann mir da zwei Burger geholt, also so einen Burger-Gutschein benutzt und habe mich mies gefühlt. Boah, ich habe mich so dreckig scheiße Entschuldigung, aber ich habe mich echt nicht toll gefühlt. Und ja, dann kam das so hoch so bei mir, so boah, jetzt hast du das voll versaut, jetzt geht's wieder hoch mit dem Gewicht, so, obwohl das nur ein Tag war. Meine Güte, ne, also... Ich will euch, vielleicht kennt ihr das, vielleicht haben einige das von euch auch schon mal so gehabt, der Körper oder der Kopf, der denkt wirres Zeug irgendwie und das ist voll ein Durcheinander und das basierte alles auf Hunger schon nach der Arbeit. Ich denke, also ich bin davon überzeugt, dass wenn ich auf der Arbeit dann vielleicht mehr gegessen hätte, dass diese Gefühle so gar nicht entstanden wären. Ich hätte dann genug Geduld gehabt, mir zu Hause noch mein, also zu duschen, mein Essen zu machen. Und dann hätte ich gegessen und alles wäre gut. Ne? Anstelle war ich irgendwie übermotiviert, habe auf der Arbeit zu wenig gegessen, nur Früchte halt. Und dementsprechend war ich zu Hause dann total durchgedreht irgendwie. Ne? Also, ja, heute habe ich da den ganzen Spieß umgedreht. Ich habe wieder normal auf der Arbeit gegessen, mehr gegessen. Ich habe Eiweißbrot mitgenommen diesmal und ganz anders, ganz anders. Ich komme nach Hause, ich habe mir mein Hähnchen gemacht und alles. Es funktioniert. So, jetzt bin ich auch draußen, mache meine sportliche Aktivität und es kann wieder weitergehen. So, und ich denke, wie gesagt, der nächste Abnehm-Vlog kommt ja nicht jetzt diesen Sonntag, sondern den darauf. Werde ich euch wieder ein gutes Ergebnis zeigen. Bin ich mir ziemlich sicher so, ne? Weil ich habe mich jetzt wieder gefangen und ich denke, so schnell wird mir das wieder nicht passieren, weil ich irgendwie dann auch aus solchen Situationen lerne. Man darf nicht zu wenig essen und man darf dann nicht so unrational denken und da an sowas rangehen einfach. Ne? Und wie gesagt, das ist eine Erfahrung, die ich mit euch teilen wollte. Es läuft auch bei mir nicht immer rund. Ich denke, dieser eine Tag, das war jetzt irgendwie ein Cheat Day, hat sich so entwickelt, wird mir nicht viel tun, aber hey, wenn's, ich muss es dann halt auf diesen einen Tag belassen und mich wieder komplett fokussieren, wieder weiterzumachen. Ne? So, Leute, also, ich nehme jetzt noch ein paar Worte auf für den Vlog, was ich dann jetzt gerade hier mache. Ich bedanke mich für euer Ohr, dass ihr mir zugehört habt und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das nachvollziehen könnt, was ich gerade erzählt habe oder ihr denkt, ja, dass ich ein bisschen bescheuert bin oder so. Kann ja auch sein, ne? Leute, bis zum nächsten Mal. Hey, ciao.